In diesem Video zeigen wir dir den Elephant und zwei Variationen. Beginne ohne Seil. Beim Elephant kommen beide Arme unter das Bein. Achte darauf, dass die Arme ganz nah beim Körper und die Hände gleich hoch und neben dem Körper wieder sichtbar sind. Ein Elephant ist praktisch nichts anderes als ein Cross unter dem Bein. Versuche nun mit dem Seil einzukreuzen. Nach dem Einkreuzen sollte das Seil vor deinen Zehenspitzen liegen. Versuche dann, das Seil einmal zu überspringen, noch ohne Auflösen. Um das Drehen in dieser Position zu üben, springe den Elephant gleich mehrmals, ohne dazwischen aufzulösen. Achte auf eine aufrechte Körperhaltung. Wenn du deine Arme unmittelbar nach dem Sprung wieder öffnest, löst du den Elephant auf. Nun versuche vor dem Elephant noch einige Basics zu springen. Direkt nach einem Sprung löst du ihn wieder auf. Jetzt kommen wir zu zwei Elephant-Variationen. Bei der ersten Variation gibst du zuerst nur eine Hand unter das Bein, machst einen Sideswing und legst dann erst die zweite dazu. Du kannst den Elephant auch rückwärts springen. Achte aber besonders auf dein Timing und kreuze erst ein, nachdem du das Seil übersprungen hast. Viel Spaß beim Üben! Hier findet ihr weitere Videos. Und hier findet ihr die Playlist mit allen Rope Skipping Tutorials.